Und ein herzliches Willkommen hier zu Uncharted 4. Oh mein Gott, es geht los mit dem neuen Abenteuer. Wir haben es angekündigt. Und es geht schon richtig los hier. Oh mein Gott. Oh, ja. Wir rammen die erstmal kaputt. Wir sind da zur Insel, hä? Weiter. Komm. Wir müssen hier weg. Dürfen wir die rammen? Dürfen wir die nicht rammen? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich muss hier ran. Okay. Gut. Bam. Tschüss. So geht das. Wow, wie viele Boote hinter uns her sind. Leck mich am Arsch. Was wollen die alle von uns? Großes Boot. Au. Fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Raketen. Das ist nicht so schön. Oh, mein Gott. Und einmal wieder hoch. Oh, fuck, die haben uns getroffen. Und wieder runter. Boah. Knappe Kiste. Und nur wieder hoch. Ey, wir können ja nicht die Luft anhalten, deswegen hoch. Ich komme. Kein Stress. Ich komme. Oh, fuck. Hochklettern. Los. Nee, oder? Natürlich. Geht schon wieder hier richtig los. Deckung. Boah, Alter, ich krieg schon wieder richtig Schüsse ab. Boah, lass mich in Ruhe. Headshot. Nein, lass mich in Ruhe. Was? Er ist tot, okay. Oh, der hat sein eigenes Schiff versenkt. Pech gehabt. Nu? Können wir? Können wir. Natürlich nicht. Boah, mit den Wellen ist das echt hart. Echt heftig. Tschüss. Jungs. Wir sollten hier langsam weg. Oh, stirb einfach, komm. Der fährt einfach weiter. Die fährt einfach weiter. Da war keiner mehr auf dem Boot. Können wir. Los, schnell an Steuer und weiter geht's. Okay, ich fahre direkt zur Insel. Schnell! Oh, Felsen. Wow. Nein. Das war knapp. Die haben uns voll weggeschleudert. Oh, fuck. Oh, Mann. Was macht der denn mit dir? Lasst mich. Knapp. Weiter. Scheiße. Fuck. Nathan. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch.
Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche, du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Verlockung des Abenteuers. The Lure of Adventure. Ja, und somit nochmal ein herzliches Willkommen hier zu Uncharted 4. Ich habe es ja angekündigt. Wir haben die letzten drei Teile gespielt. Der letzte Teil hat jetzt vor kurzem ein Ende genommen. Und nun ist endlich Uncharted 4 draußen und wir können das Abenteuer fortführen. Das letzte Abenteuer von Drake. Von Nate. Und ja, ich bin echt gespannt, das Spiel wird so gehypt und ich bin auch sehr gespannt, was das Spiel bringt. Es soll ja anscheinend richtig eine Bombe sein von der Story her und von der Grafik. Und ja, wir schauen da jetzt gemeinsam rein und gucken, was sich hinter Uncharted 4 verbirgt. Los geht's. Kapitel 1. Okay, wir müssen darüber kommen. Er war früher schon so ein Klettermax, ja. Klettermax. Oh, da kommen wir nicht hoch. Okay, dann müssen wir hier lang. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Einmal rüber. Und runter fallen lassen. Okay. Das heißt dann wieder. Hier rüber. Und runter rutschen. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Einmal rüber. Bin ich da echt gespannt, wie es weiterläuft hier. Still und leise. Gibt's hier was Schönes? Gibt's hier schon Anfang Schätze, wie in jedem anderen Uncharted? Wie es aussieht, nicht. Egal, wir gehen weiter. Wo wollen wir raus? Der Anfang war ja schon richtig hart, da ging's schon richtig los mit der Bootsfahrt zur Insel. Jetzt sind wir wieder ein bisschen ruhiger. Hier entkommen. Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, Ihnen aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Okay. Rede mal. Man kann zwar in der Deckung bleiben, das ist gut. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Gute Nacht. Geht mal ins Bett. Wird Zeit. Ist schon spät. 2 Uhr nachts, ja. Also geht. Zumindest jetzt, wo ich gerade aufnehme. Okay. Oh, man kann hier echt schön. Oh, hier liegt was. Meine Akte. Lesen. St. Francis Heim für Jungen Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen. Doch da hatte sie schon geschafft, ich gegenseitig zu schlagen. Oh, administrative Unterschrift Peter Ryan Duffy. Okay. Gibt's hier auch wieder Akten zum Lesen? Das gab's in den anderen Teilen noch nicht. Und anscheinend kann man jetzt auch Gespräche selber beantworten mit Antwortmöglichkeiten. Bin ich ja echt mal gespannt. Die ist da hinten. Bringt das was, wenn ich da? Ne, die wird da chillen. Okay, dann gehen wir weiter. Ah, verschlossen. Verdammt. Wir müssen da durch. Na. Okay. Ich muss zu dem Fenster. Okay. Wir müssen zu dem Fenster. Oh fuck. Oh fuck. Nein! Nathan. Nein! Jetzt gibt es Ärger. Verdammt! Er hat uns gesehen!
Wo kommt es mir so bekannt vor? Ich muss zu dem Fenster. Ja, super. Seit wann läuft die? Ganz eben stand die. Na los. Bewegungsschwester. Bewegungsschwester, nicht rauchen. Hier ist Rauchen verboten. Jetzt haben wir mal auch gesehen, was passiert, wenn so ein sieht. Ja, toll. Willst du mich verarschen? Die rauchte die ganze Zeit. Und nun? Ich muss zu dem Fenster, die raucht aber immer noch. Ah, die macht das Fenster jetzt zu. Oh, da kommen sie. Ich komme, Vater. Tschüss. Raus. Bin da. Wer noch? Abwärts. Ich doch nochmal abwärts, hä? Rüber. Okay. Okay, die Sachen, was jetzt wir hier hatten, waren schon neu. So mit im Sichtfeld, wenn wir gesehen werden und so. Das kann nur noch nicht. Zack. Rüberklettern. Dahin. Darüber. Wo klettern wir denn noch hin? Zack. Darüber. Wir müssen unbedingt zu ihm gelangen. Zack, die Röhre. Oh, nicht so laut. Nicht so laut. Bleib mal leise. Bleib mal cool. Komm, 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 komm. Hoch, hoch, hoch. Okay. Sam? Hä? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Nehmen wir mal die Lampe. Diese Taschenlampe. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Ja, sein Bruder, von dem nichts erzählt worden ist. Und nun ist er hier. Das Abenteuer. Mit ihm, wie es damals war. So, wir müssen da hoch zu ihm. Gucken, was Sam uns zeigen möchte. Aber wenigstens liegt es in der Familie. Das Abenteuer zu suchen. Ist hier was? Okay, wo bringst du uns hin, Sam? Ui! Einmal hoch. Ich will mich hier umgucken, nicht so schnell, mein Freund. Das Pater Duff. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Ja, keine Lust darauf, ja. Zack. Ich bin da. Ich hab von dir gelernt, Sam. Und abwärts. Und rutschen. Pam. Voll auf ihn. Das war leicht. Okay. Dann zeig mal. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Ein oder zweimal. Hier, mehr nicht. Du bist dran. Okay. Ich kann hochklettern, oder? Okay, klettern.
Zack, zack. Wir machen es zum ersten Mal. Wir können es auch. Und nun? Wie komme ich jetzt da hoch? Hä? Ah, ich muss hier rum. Denk doch gerade. Hä? Los mit dir. So. Was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay. Er hat eine Freundin, der liebe Sam. Zack. Und runter. Okay. Wo führst du uns hin? Kein Ruhm. Sieht echt schön aus. Sieht echt hübsch aus. Wow, 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 wow. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Dein Ernst? Muss ich aber erst rennen. Und los. Hätte doch in die Hose gehen können. Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. No problem. Für den King. Und hoch. Wo bringt er uns hin? Der kleine Fratz. Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Ich komme. Ich komme. Langsam. Und jetzt hier auch noch ein bisschen Schleiche. Okay. Oh, das war nicht so schön. Springen müssen. Wo bringt denn der uns hin? Ich kann hier nicht über die Gegend angucken. Boah, wie es aussieht. Die Gegend hier. Vorsichtig. Oh, ein Kreuz. Ups. Ist das eine Sünde? Zack. Ich kann weiterspringen wie du. Oh, weiter geht's mit dem. Tarzan! Wir spielen Tarzan! Okay, warte, lass mich. Ja. Da, so. Okay, weiter. Und? Das heißt? Ui, so geht das. Easy. Easy. Und wie lang? Tarzan? Ah, da unten wäre ich gar nicht gestorben. Ach, darüber. Zack. Und einmal hoch. Und drüber. Boah, fast daneben. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Okay. Er kann nicht so springen. Er ist ja nur der kleine Bruder. Hoch, 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 hoch. Zack. Bin oben. Und nun? Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Echt hübsch. Hübsch, hübsch. Zack. Warst du schon mal hier oben? Bist du auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger kennt er den Weg. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm einfach. Schau mir zu. Oh, 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 oh. Ich soll dir zuschauen. Okay. Ich glaube, das kriege ich auch hin. Okay. Okay, mach nur. Ich will nachdenken. Und drüber. Boah. Komm. Knapp, knapp. Geschafft. Ja. Natürlich. Wo bringt denn der uns hin? Der Kollege hier. Ich folge dir. Leise. Still und heimlich. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Oh? Was müssen wir mal tun? Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Okay. Zack. So geht das, Nate. Okay. Und alle hopp. Geil. Geil. Hallo, okay. Sam. Alles fit? Du fliegst runter, oder so? Und wo lang? Und du? Chill mal. Mach.
Hä? Okay. Nach dir. Nach mir? Ich weiß nicht mehr, wo du hin willst. Wo magst denn du hin? Dip, 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 dip. Ja, wahrscheinlich hier runter, huh? Abwärts. Yeah, draußen. Boo. Chakalaka. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Hm? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich habe mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen... in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich habe Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. One drop.